Peace, Leute! Anlässlich zum Valentinstag habe ich mir gedacht, dass ich euch jetzt endlich mal erzähle, wie mein Freund und ich uns wirklich kennengelernt haben. Ich weiß, dass diese Frage schon öfter aufkam und ich sie so eher roughly beantwortet habe. Aber ja, am Tag der Liebe kann man ja ruhig ein bisschen ausführlicher darüber sprechen. Viel Spaß! Ich war so ungefähr 14, 15, glaube ich, als ich das erste Mal mit Dark Victory gechattet habe. Und ja, ich weiß, dass ihr alle wisst, dass ich nicht so mit 14 aussah. Meine damalige Freundin und er waren nämlich beide Fan dabei. Und weil bei ihr mal wieder das Internet nicht ging, weil sie auf dem Dorf lebte, hat sie mich gebeten, ihn in meinem MSN zu adden. MSN. Ja, wenn du das nicht kennst, dann google jetzt danach. Ehrlich gesagt kannte ich Mick bis dato nur, weil ich wusste, dass er ab und zu fiese Kommentare unter Fandubs geschrieben hat. Eigentlich waren das nicht wirklich fiese Kommentare, sondern ehrliche Kritik, aber in der Szene war es damals so gang und gäbe, dass man sich immer mit Komplimenten überhäuft hat und sich Honig in den Arsch geblasen hat und er war halt nicht so und das war halt voll edgy und sexy. Ich erinnere mich bis heute noch an das Ende unseres ersten Chats, weil ich nämlich geschrieben habe, sei nicht böse, aber ich muss jetzt los, weil ich irgendwie essen gehen musste oder so. Und er dann geschrieben hat, Quatschi, du bist ein Boy, auf dich kann ich eh nicht böse sein. Ja, das hat Klein Costa damals hart verwirrt, weil er weder wusste, dass Mick schwul ist, noch zu dem Zeitpunkt, dass er selber schwuler war, als er dachte. Ja, und mit er meine ich mich. Ich hasse Leute, die von sich in der dritten Person sprechen. Daraus ergab sich dann relativ häufiges Chatten. Nach dem Chatten kam dann das Webcam dazu und schließlich, let's say it as it is, Sexting. Aber nein, ich war nicht schwul. Ich war nur neugierig. Wow, und dann kam dieser Satz. Du verknallst dich locker noch in mich. Ist mit dem nicht richtig? Yep. Und bis heute hasse ich ihn dafür, dass er recht behalten hat. Das erste Mal, dass ich Mick dann im Real Life getroffen habe, war auf einem Fantreffen in Hamburg. Es waren so ungefähr 20 bis 30 Leute da und ich kam mit zwei Freundinnen. Es war auf jeden Fall richtig lustig, weil wir Dark Victory ja mehr oder weniger persönlich kannten und die ganzen Girls, ich schwöre euch, die waren so hart eifersüchtig. Wir haben uns auf jeden Fall köstlich amüsiert und haben uns vorgestellt, wie die Mädels uns aus Eifersucht nacheinander töten würden. Ich wäre wahrscheinlich, weil ich ein Junge bin, als letztes umgebracht worden, weil man Mick und mich noch shippen könnte. Wer weiß, vielleicht war das der Anfang von Costery. Als ich 18 war, war ich dann nochmal mit den beiden Freundinnen bei ihm zu Besuch. Und weil ich wusste, dass er wohnte, habe ich ihm dann nach meinem Abitur angeboten, bei ihm vorbeizukommen, weil ich sowieso eine Freundin in Potsdam besucht habe. Und das hat dann alles verändert. Ich war nur eine Nacht dort, aber direkt am nächsten Tag hat er mir gesagt, yo, ich glaube, ich empfinde was für dich. Ja, das war auf jeden Fall ziemlich straight in die Fresse, aber ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass es mich damals nicht schon ein bisschen gefreut hat. Und ab da ging es halt mega drunter und drüber, weil Mick zu dem Zeitpunkt ja noch in der Beziehung war und ich tatsächlich noch was mit einem Mädel am Laufen hatte. Du bist doch gay! Wir haben uns auf jeden Fall beide das Leben ziemlich schwer gemacht, weil ich mir einfach nicht eingestehen wollte, dass ich tatsächlich auf einen Typen stand. Ich konnte einfach nicht über meinen Schatten springen. Er aber auch nicht locker lassen wollte. Ja, das war auf jeden Fall ziemlich messy und hat ein bisschen was mit meinem Kopf angestellt. Und generell hatte ich das Gefühl, dass ich in der Zeit so angefangen habe, erwachsener zu werden und aus dem total sorglosen Jugendlichen zu einem etwas verantwortungsbewussteren Menschen zu werden, der über Dinge nachdenkt. Das klingt jetzt so richtig dramatisch und gerade auch mit diesem Bild, aber ich meine das wirklich in einem positiven Sinne. Es war längst überfällig. Aber trotzdem muss man sagen, dass wir beide in dieser Zeit irgendwie super kreativ geworden sind. Wir haben uns dann Sachen überlegt wie, okay, wenn wir zusammen sind, dann sind wir einfach ein Pärchen. Und wenn nicht, dann nicht. Ja, ihr könnt euch ja vorstellen, wie gut das im Endeffekt funktioniert hat. Aber die Zeit war dennoch irgendwie schön. Wir haben mega viele coole Sachen erlebt. Wir haben richtig viel Spaß zusammen gehabt. Aber auf lange Sicht war es schon sehr, sehr nervenaufreibend.
bis dann irgendwann der Tag kommt und er mir die Frage gestellt hat: Entscheide dich, alles oder nichts. Und ja, was soll ich sagen, ich war halt einfach hart überfordert und dumm und hab abgelehnt. Ja, und dann wurde es so ein bisschen albern. Also, diesen Kontaktabbruch, auf den wir uns geeinigt haben, haben wir beide ungefähr 2 Tage ausgehalten. Und dann kam es dazu, dass wir uns beide, ich kann mich noch daran erinnern, wie ich in der Schule saß, immer WhatsApp-Nachrichten verfasst haben, aber sie nicht abgeschickt haben, sodass man immer oben sehen konnte, dass die andere Person schreibt, um zu zeigen, dass man an den anderen denkt. Yo! Oh Gott, Alter. Wenn ich daran zurückdenke. Aber wir waren halt verknallt so, ne? Komm, als hättest du noch nie irgendwas Dummes gemacht, weil du verknallt warst. Weil Mick aber, bevor das große auskam, schon Tickets gebucht hatte, um mich zu besuchen, haben wir uns entschieden, uns einfach ganz entspannt als Freunde zu treffen. Weil, ganz ehrlich, welcher Teenager hat schon Geld übrig, um ein bezahltes Ticket verfallen zu lassen? Let's be honest. Ja, auf jeden Fall war das mega cool. Der Abend hat so einen Spaß gemacht, weil der ganze Druck einfach weg war. Und natürlich, an diesem Abend landeten wir noch im... Du weißt schon wo. Ja, und ab dann ging es eigentlich relativ entspannt weiter. Ich war 2 Wochen später auf einer Fortbildung in Berlin. Mick hatte sich in mein Hotelzimmer mit eingebucht, damit wir Zeit verbringen konnten miteinander. Sis. Und an einem Abend waren wir dann bei seiner Cousine zu Besuch. Und als wir zurückgefahren sind, im Bus zum Hotel, hat er dann zu mir gesagt: Yo, kannst du jetzt bitte endlich mein Freund sein? Ja, und die Antwort könnt ihr euch ja höchstwahrscheinlich denken. Ja, Mann, so war das. Ich muss sagen, dass es mir richtig Spaß gemacht hat, an diesem Video zu arbeiten, weil das die ganze Erinnerung wieder hochgebracht hat und das... Sis. Ja, ich wünsche euch einen schönen Valentinstag, egal ob ihr ihn mit jemandem verbringt oder alleine. Ihr rockt es und dann, ja, hoffe ich, dass euch das Video Spaß gemacht hat. Ihr könnt natürlich gerne diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute. Bis dann.